9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 3. Ich unterschlage mal was. 3, 2, 1. So. Und hier unten haben wir dieselbe Zahl. Und wir möchten jetzt aber nicht mit ganzen Zahlen, sondern mit krummen oder gebrochenen Zahlen rechnen. Man sagt auch reelle Zahlen dazu. Und wir würden irgendwo gerne ein Komma setzen. Zum Beispiel hier vorne, ja, 9,87 und so weiter. Oder wir würden hier hinten gerne das Komma setzen. Ja, das wäre dann, wir müssen mal kurz aufdröseln. Habe ich es richtig gesetzt? Ja, 98 Millionen irgendwas. So. Und jetzt müssten wir uns sozusagen irgendwie ein Datenformat oder ein Zahlenformat überlegen, wie man sozusagen festlegen, wie die duale Zahl hinter dieser dezimalen Zahl aussieht. Ja, also wir müssen irgendwie festlegen, okay, das ist das vor dem Komma und das ist das hinter dem Komma. Ja, das ist eine Frage, wie stellt man das dar? Ja, man kann das nicht jetzt nicht einfach, so eine Zahl nicht einfach ins duale Zahlensystem umrechnen, weil ein duales Zahlensystem kann weder Vorzeichen noch gebrochene Zahlen. Ja, es gibt kein, im dualen Zahlensystem gibt es kein 1,101 oder sowas. Ja, das existiert da auch nicht. Ja, deshalb müssen wir uns jetzt überlegen, wie schaffen wir es, dass die das irgendwie umgewandelt werden. So, und dann sagt man, okay, dann legen wir jetzt einfach fest, wo das Komma zu sitzen hat. Ja, also beispielsweise da oben hier und hier unten hier. So, und jetzt erzählen Sie mal einem BWLer und sagen, so, du darfst maximal mit solchen Zahlen rechnen, 9,876 und so weiter. Da sagt er ja, und was ist mit meiner Bilanz von 10 Millionen? Was mache ich jetzt? Was interessiert mich die Nachkommastelle, wenn ich vorne aus nichts, keine Zahl habe? Ja? Und dann sagt er, ja, dann machen wir das halt anders, ja, dann kriegst du dann halt ein bisschen, kriegst halt ein paar Stellen hinten aus mehr, vorne raus mehr und hinten aus weniger. So, und dann erzählen sie irgendwie dem Wissenschaftler, ja, du darfst jetzt bis 98 irgendwas, Komma 1 rechnen. Dann sagt er, das finde ich toll, mit so einer großen Zahl zu rechnen, aber ich habe es mit lauter kleinen Zahlen zu tun. Da wäre es viel schöner, wenn ich hinten aus mehr Stellen hätte als vorne. So, und wir haben ja heutzutage Universalrechner. Ja, die kann jeder verwenden, wie er es möchte. Da wird sozusagen die Komma, also hier wäre das praktisch eine Festkommazahl, hier wird der Punkt des Kommas oder die Stelle des Punktes, je nachdem, wie man es definiert, wird nicht festgelegt. Ja, deshalb sagt man Gleitkomma oder Gleitpunktzahl. Also der Punkt oder die Stelle, wo sich das Komma befindet, das darf sitzen, wo es will. Und deshalb sagt man, das gleitet, das Komma oder der Punkt gleitet an die Stelle, wo man ihn gern haben möchte.